Hillary Clinton und Donald Trump im Höhenflug. Zwar nicht unbedingt in den Umfragen, dafür aber am Strand im Süden von Kalifornien. Die bekannten fliegenden Flugobjekte lockten dort am Donnerstag viele Schaulustige an. Das Ganze ist eine Idee von Otto Diefenbach und seiner Firma FlyGuy Promotions. Normalerweise bekommt man einen Haufen Gelächter. Und so war es auch heute. Es waren viele Leute hier, die sich über Donald und Hillary gefreut haben und Fotos von beiden gemacht haben. Niemand war beleidigt. Sie fanden es gut, wie Donald Geld abgeworfen hat und Hillary als Hexe herumfliegt. Das Geld war natürlich nicht echt, aber das tat der Stimmung keinen Abbruch. Schließlich ist es ein gutes Gefühl, wenn man die Mächtigen der Welt per Fernsteuerung unter Kontrolle hat. Während der Flugeinlagen soll es zwischen beiden Puppen schon Zusammenstöße gegeben haben. Dabei sei aber nichts Schlimmes passiert, hieß es. Ähnlich wie im richtigen Leben empfiehlt sich ein Sicherheitsabstand.